Ich Vollidiot. Ich habe das Mikrofon ausgemacht. Beziehungsweise ausgehabt. Na gut, auf jeden Fall geht's jetzt erstmal weiter mit Sommer und Mara. Heute werde ich den Schafstall bauen, wenn ich mich um die Felder gekümmert habe. Und dann werden wir ja sehen. Weizen sollte ich genug haben. So, du kriegst was zu essen, Mädchen. Du auch. So. Euch habe ich schon gefüttert. Wunderbar. Supidubi. So. Ich meine, es ist zwar schön, dass die Tiere mir folgen, aber die sind dann doch leicht im Weg. So, was sehe ich denn auf jeden Fall? Ich brauche auf jeden Fall jetzt Weizen. Ich denke mal, wenn ich von jeder Sorte, die ich brauche, 3 Stück auf einsehe, dann habe ich eigentlich mehr als genug. So, hier die Melonen, dann sind die nämlich auch weg. So, hier kommen dann wieder 3-mal Karotten hin und Mais. Und ja, ansonsten vielleicht noch 2-mal Baumwolle. Ein Baumwolle. Und dann passt das. Ich muss gucken, wo ich Kohle herkriege, Leute. Ich habe nämlich nur noch diesen Dünger. Das bedeutet jetzt langsam benutzen. Nicht schneller werden. Auf keinen Fall schneller werden. Dieser Düngersack muss nämlich für das gesamte Feld hier noch reichen. Das Problem ist, der verschwindet, wenn ich jetzt B oder so drücke. Das bedeutet, es macht halt auch keinen Sinn zu sagen, okay, wenn der Sack noch voll ist, den wieder zurückzustecken. Habe ich schon alles ausprobiert. Okay, das Lied kenne ich noch nicht. So, Beeren pflücken. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es jetzt schneller geht. Ich habe am Anfang so lange gebraucht, damit ich ein paar Beeren bekomme. Und jetzt? So, Äpfel natürlich. Ich habe ja gesagt, dass ich mich um das Ernten erstmal kümmere, bevor ich jetzt einen Schafstall baue. Ich brauche Pinienkerne. Von denen habe ich nämlich nicht mehr so viel. Ein. Na gut. Wunderbar. So, Schweinchen namens Babe. Wunderbar. Schweinchen Dick. Und wo ist unsere Miss Piggy? Hier, schon wieder bei den Kirschbäumen. Mann, 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 Piggy, Piggy. So, jetzt wollen wir aber mal den Schafstall bauen. Das wird ein Spaß. Ich weiß immer noch nicht, was hier hinkommt. Na gut. Lass mich mal überraschen. Kleine Schäfchen. Bäh. Nichts. Sie antworten mir nicht. Ich sollte Dunna hiervon erzählen. Rede mit ihr über die Elits. Wunderbar. Ah, jetzt kann ich... Okay, die Frage ist...
Habe ich denn schon ein Schaf? Oder ist es noch auf meinem Schiff? Hm, Schäfchen. Okay, das ist nicht mehr auf meinem Schiff. Jetzt muss ich nur gucken, wo das ist. Schäfchen, wo bist du? Ich finde es cool, dass man hier durch kann. Ah, da ist es. Braune Schäfchen, ja. Bisschen liebes Schäfchen. Wunderbar. So, gut. Mit Avan und dann mit Dunna sprechen. Das wird ja ein schöner Spaß. Ich habe nicht mehr so viele Äpfel. Ich möchte jetzt die ganzen Äpfel der Chor nicht in den Schlund schieben. Warte mal, erstmal nach Quelles. Die Dunna ist am Vulkan. Ich möchte nämlich die Tiere füttern damit. Jo, gut, will ich erstmal gucken. Ich will nämlich die Äpfel für die Hunde haben. Chor, du stehst auf dem Hund. Super. Wenn ich nämlich den Hunden die Äpfel wegfresse, dann wird er lieber Justin sauer. Dementsprechend. Wie läuft's mit dem Stall? Produzieren eine Schafe Milch, wenn sie gerade Lust haben? Ich dränge sie nicht dazu. Ich möchte ein ganz besonderes Getränk zubereiten und bin mir sicher, dass du es lieben wirst. Was denn? Was denn? Heiße Schokolade. Nimm dir ein paar Kakaobohnen, bring mir etwas Schokolade und Milch und wir werden sehen, was ich für dich zaubern kann. Ah. Okay. Ich brauche Schokolade und Milch. Ich will mal gucken, ob ich das auf dem Markt kaufen kann. Aber ich glaube nicht. Ich kaufe aber hier auf jeden Fall nochmal Kohle. Was piepst denn da draußen? Schön. Gibt's eine Lieferung von einem LKW und sobald der rückwärts fährt, fängt es an zu piepsen. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Also ich zumindest höre das leider schon. Naja, gut. Jetzt will ich erstmal zur Dunna. Weil ich weiß nämlich nicht, ob die Schokolade bei mir wächst. Ich meine nämlich, ich hätte nämlich schon ein paar Kakaobohnen gepflanzt. Ich will auf jeden Fall nochmal von diesem Metall haben, wenn ich schon hier bin. Das mache ich jetzt direkt, bevor ich mit der Dunna spreche. Dann kann ich daraus nämlich Barren machen. Das lief ganz gut. Ich weiß noch nicht, wann die Dunna aufmacht. So, das gab jetzt ein bisschen Silber. Oh, ich dachte, das donnert jetzt schon wieder draußen. Aber war das hier diesmal wirklich der Vulkan? Na gut. Okay. Ich lass mal. Oh, geil. Die Fajita war super. Die hat mir volle Energie gegeben. Das war wunderbar. Ja, geil. Freue ich mich. Ich freue mich. Suppi-duppi, suppi-duppi, suppi-duppi.
Super. So, dann will ich mal gucken, ob die Dame noch auf hat. Ob die mich noch reinlässt oder nicht. Aber ich glaube schon. Dementsprechend, ja, ich will jetzt die auf Dingsbums die. Ah, ich habe so ein bisschen die Uhr im Blick. Ich will die Parts nicht so lang machen. Also maximal halbe Stunde, wenn überhaupt. Alles andere macht halt nur bei Premieren Sinn. Merkwürdiges Metall. Ach, das mache ich zu Hause. Was hast du denn zum Handeln? Was willst du denn haben? Ah, ein paar Rüben. Die kannst du natürlich haben. Jo. Jo, ich habe den Stall schon fertig. Die Schafe sind wirklich sehr entspannt. Das freut mich zu hören. Können wir jetzt über die Elits und ihre Pläne reden? Ja, natürlich. Aber sag mir zuerst eins, kehrst du jede Nacht zum Schlafen nach Hause zurück? Naja, manchmal muss ich im Freien schlafen. Natürlich. Und wo schläfst du dann? Unter freiem Himmel natürlich. Ich kann dann all die Sterne sehen. Es ist wunderschön. Ah, so kannst du doch nicht schlafen. Wenn du dich nicht richtig erholst, wie willst du dich den Elits stellen? Was du brauchst, ist ein Zelt. Das wird dir helfen, dich besser auszuruhen, auch wenn du nicht zu Hause bist. Mir macht das aber nichts aus. Wir wollten noch über die Elits reden. Die Elits sind jetzt nicht wichtig. Wenn du Hakus Enkeling bist, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Und du hast Glück. Ich weiß, wie man ein Zelt anfertigt. Aber ich bin keine Abenteurerin. Und du wirst auch einen Schlafsack brauchen. Aber nur Abenteurer wissen, wie man einen Schlafsack herstellt. Ich kenne einen Abenteurer. Onzo, das Katzenkind. Ich bin mir sicher, du würdest ihn mögen. Sehr gut. Rede mit ihm. Er verrät dir bestimmt, wie man einen Schlafsack herstellt. Reden wir danach endlich über die Edits? Ja. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Ich schwöre bei der Seele der, des Mas Maler von Mara. Okay, was zum... Man redet mit Onzo, um zu lernen. Okay, wunderbar. Ja, super. Ich würde sagen, wir müssen mit Onzo reden. Bis ich aber da bin, ist es Nacht. Ich würde sagen, ich schlafe im Boot. Ich denke mal, das ist soweit dann auch durchaus akzeptabel. So, wunderbar. Och. Hallo Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Supi. Jo, will ich noch mal was essen? Ja, eine Kirsche. Komm, drei Kirschen. Hat sich die Chor verdient, auf jeden Fall. So, der ist entweder am Marktplatz oder im Freien. Onzi, hast du ganz zufällig einen Schlafsack? Bitte und danke. Ich bin ein Experte für Schlafsäcke. Ich kann dir zeigen, wie man einen Schlafsack näht, der so gemütlich ist wie ein Katzenbett. Du bist ein echter Freund und immer eine große Hilfe. Abenteurer müssen einander immer helfen. Gibt es viele abenteuerlustige Katzenkinder? Leider nein. Man trifft sie nur selten, aber es gibt sehr wenige unserer Art. Vor dir steht also ein Unikat. All meine Vorfahren waren Abenteurer. Mein Weg war mir also schon vorgezeichnet. Auch deine Eltern? Nun ja, ich habe keine Eltern. Wir Katzenkinder sind seltsame Kreaturen. Jedes von uns ist ein besonderes Exemplar. Du wirst keine zwei Katzenkinder antreffen, die einander gleichen. Das erklärt, warum Mario so ist, wie sie ist. Uff, sie ist nicht gerade das Idealbeispiel für einen Vertreter unserer Rasse. Wunderbar, super. Okay, ich muss einen Schlafsack und ein Zelt herstellen und dann zu Duna zurückkehren. Es ist soweit auch ganz in Ordnung. Ich bin mal gespannt, was ich brauche. Wahrscheinlich ganz viel Stoff. Und solche Sachen. So, dann will ich mal zur Heimatinsel. Kommt 30er. Der Typ ist cool. Ich finde es nur so schade, dass man... es regnet. Das ist super. Erstens werden meine Sachen dadurch gegossen.
Und zweitens. Aus dieser Pflanze wird Schokolade. Pflanze sie in der Nähe des Meeres. Ja, das ist irgendwie komisch. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich meine, das wäre Kaffee oder so gewesen. Ich will mir aber jetzt hier nicht alles verbauen. Ich meine, das wäre schon ein Dings. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das jetzt nicht wächst. Na gut, dann ist das so. Wenn das nicht bald wächst, fäll ich den Shit. Weil er mir einfach gerade auf die Nerven geht. So, die drei Sachen habe ich geerntet. Das ist super. Dem geht's auch ganz gut. Das ist wunderbar. Werkstatt. Brahms Rucksack. Okay, 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 okay. So, was brauche ich denn für das Schlaf? Ich brauche noch ein Seil. Sollte aber kein Problem sein. So, nur Seil. Dann mache ich das Zelt. Wieso laden? Das ist ein Zelt. Gut, okay. Mache weiter mit dem Auftrag von Koa. Schokolade und Milch. Das läuft soweit. Machen wir weiter mit den Aufträgen von Mayo und spreche mit Mayo für den nächsten Auftrag. Okay, das bedeutet, ich muss jetzt einfach nur ein bisschen hin und her reisen jetzt manuell, damit ich ein paar Schafe finde. Und meine Milch jetzt nicht nur von einem Schaf produziert wird. Obwohl ich mal gucken muss, ob ich vielleicht nicht irgendwo Schokolade und Milch kaufen kann. Das wäre super. So, wir sind auch schon bei 20 Minuten angekommen. Das bedeutet, wir haben 2/3 der Folgen schon fertig. Hm. Ja. Zu Dunner fahre ich jetzt. Jetzt schnell gereist. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Okay. Duna, wir müssen endlich herausfinden, was die Edits im Schilde führen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Zuerst solltest du deine Werkzeuge noch einmal aufbessern. Nein! Das hier ist wichtig. Hör auf, dich davor zu drücken. Saimi sagt, dass du wie Yayahako, dass ich wie Yayahako bin. Wie wäre es also, wenn ich mich wie dein Kapitän verhalte? Duna, sag mir endlich ein für alle Mal, was ich gegen die Elits tun kann. Du bist nur ein Kind. Du weißt gar nichts. Du weißt nichts über deine Großmutter, nichts über Mara, nichts über mich. Geh also und verlasse diesen Ort und komm nicht wieder. Aber dann wärst du wieder allein. Es ist besser so, Koa. Ich weiß genau, was andere über mich denken. Sie sehen eine Versagerin. Als ob ich nach dem Unfall in meiner Zeit bei der Marine nutzlos geworden wäre. Und jetzt lass mich in Ruhe. Duna, ich habe keine Ahnung, von welchem Unfall du redest. Aber ich bin hier, um dir zu helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Ich brauche von niemandem Hilfe. Ich bin über 100 Jahre alt. Besonders du, Mädchen, solltest mich nicht wie ein Kind behandeln. Verschwinde endlich. Und komm bloß nicht zurück. Ich sollte mit Saimi reden. Ah, Jemine, was ist denn ab? Diese komische alte Frau. Die weiß, sie hat irgendwas, ich glaube, die hat irgendwas damit zu tun. Auf jeden Fall will die uns nicht helfen, obwohl wir ihr helfen. Ah, ist nicht so toll. So, ich werde jetzt mal hin und her reisen und einfach mal die Zieldinge abklappern. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, ich habe ja noch ein paar andere Aufgaben. Mach weiter mit den Aufträgen von Koa. Hier Napopo zum Beispiel.
Tauche in das Meer des Quäbaums und finde den Schatz. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, was das jetzt ist mit dem Quäbaum. Aber ich habe mehr als genug Taucherdinger. Somit kann ich auch ruhig mal ein bisschen tauchen. Habe ich noch genug? Zweimal Gold. Das sollte eigentlich ausreichen. Ich finde das mit den Tauchen super. Ist ein bisschen lustig gemacht, aber ist trotzdem wunderschön. War das jetzt der Schatz? Bin mir nicht ganz sicher, ob das der Quäbaum gewesen ist. Na gut. Quergang-Insel? War ich hier schon? Ich meine schon. Ich meine, hier war ich schon gewesen. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als gäbe es hier was Besonderes. Tut mir leid, aber ich bin mal sehr beschäftigt. Ah, was machst du denn hier, Akagi? Na gut. Da muss ich wohl mein Schiff irgendwie verbessern. Von denen habe ich doch auch noch ein paar. Weiß nicht, wie viel die Fische wert sind, aber was ich habe, habe ich. Ist auch relativ schwierig. Ah, Fische. Ob wir die auch kriegen können auf unserer Insel? Naja. Na gut. So, Sekunde. Wo sind denn meine Notizen? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber bei der Ponyhöhle habe ich was markiert. Da war zumindest ein Stern. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Warum ist der Stern weg? So, dann will ich auf jeden Fall hier nochmal tauchen. Ich glaube, hier war ich aber schon. Ziel bei der Septentrian-Insel. Na gut. Dann will ich mal gucken. So. Dorthin. Okay, da ist ein Ziel. Ich würde gerne wissen, wie das mit der Napopo ist. Ich habe da nämlich jetzt ungern Lust dazu zu. Ich habe da nämlich ungern Lust, hier bei dem Spiel nachzugucken. Da kommt man sich. Ich weiß nicht, bei manchen Spielen ist das okay, wenn die riesengroß sind. Aber ich habe so das Gefühl, bei Sommer und Mara, wenn man da irgendwie im Internet nachgucken muss oder so, ich persönlich komme mir da so extrem dumm vor. Das war eine Perle.
So, die Frage ist nur, ist die Perle genau das, was die Map Napopo haben möchte? Das kann ich mir schon vorstellen. Deswegen lasse ich mir die Perle, lasse ich die Perle mal. So, dann noch bei der Eisinsel, Eiseninsel, Entschuldigung. Da soll es auch was geben, aber wie gesagt, der Stern kann natürlich auch woanders da sein. Warte mal, ich muss eins nach unten und dann nach rechts zur Ost, zum hier Tempel des Ostens, da gab es auch noch irgendwas. Aber die Sterne sind halt auch eher so meh, begrenzt. Einmal kurz auf die Karte gucken, schon ist er weg. Ach komm schon. Ein Schweinchen. Ach, das sind Tiere. Die Sterne sind Tiere, okay. Okay, dann ist das relativ egal. Hallo, hier war ein Stern. Warum? Was haben wir hier? Oh, Küken. Na super. Okay, ich würde sagen, wenn das dann so gewollt ist, kann ich nichts weiter machen. So, rede mit Saimi, Chor, Aban, Schokolade und Milch. Sprich mit Mayo, das bedeutet, ja, die Tiere können mal ein bisschen auf dem Boot verharren. Ich muss da jetzt sowieso viel machen. Die Frage ist nur, ja, schlafe ich mal im Boot. Bis zum nächsten Morgen. Und das wird auch der nächste Tag. Also, dann Leute, macht's gut. Ciao.